Hallo und herzlich willkommen in Borken. Jo, wisst ihr, was das ist? Ich wusste nicht, ich musste gerade mal googeln. Das ist ein Wasserspeicher. Okay, um die höheren gelegenen Gebiete hier mit Wasser bzw. auch also Trinkwasser und Löschwasser zu versorgen. Krossolde habe ich noch nicht gesehen, ist aber scheinbar hier ein bisschen üblich. Ja, heute mal wieder brüllend warm. Ja, die Sonne brennt. Ich bin schon einige Kilometer unterwegs, so etwa 240, und habe mir gedacht, ich nehme euch jetzt mal mit hier A, Borken, B, der Borkener See. Was geht da ab? Ich habe keine Ahnung. Keinen Schimmer. Ah, ich bin einfach mal hier viel mit offenem Visier. Einfach mal chillen. Einfach mal schöne Strecken fahren. Einfach mal sonst nichts. Bei der Hitze bin ich ganz froh. Ich kann meine Jacke hier oben aufmachen. Die hat nochmal einen zweiten Reißverschluss, der eigentlich zu sein soll. Jetzt muss ich mal gucken, was Shay gemacht hat. Ja, irgendwas habe ich mir vertuddelt. Wo sieht man das mal? Hier. So. Der soll nämlich eigentlich zu sein und der eigentliche äußere, der bleibt auf und so kommt mir hier ein bisschen Luft bei die Brust rein. Ja, habe ich jetzt nur nicht bis ganz unten, weil ich habe auf meiner Bella hier immer, auf Mädchen, ne, immer noch kein Tankpad drauf, weil mein Lackierer gesagt hat, hey Thomas, lass den doch einfach mal weg, guck mal, ob es nicht ohne geht, weil schön sind sie meistens nicht. Ja. Auf meiner blauen habe ich einen transparenten drauf, wegen dem weißen Streifen hier. Bisher muss ich sagen, absolut noch nichts. Liegt natürlich ein bisschen an den Klamotten, beziehungsweise am Reißverschluss, beziehungsweise Hosenlatz, keine Ahnung. Ja. Bei mir passiert da nichts, dementsprechend behalte ich das erstmal bei, kommen da Kratzer rein, werden die rauspoliert und dann kommt ein Aufkleber drauf, ne? So, Borkener See. Mal gucken, ob ich da euch da irgendwas zeigen kann. Ich war selbst noch nicht hier. Heute war so ein Tag, ich hatte einfach mal Bock, Moped zu fahren und hat gar keinen Schimmer. Ne, ich lasse mich sie auf, ey, das ist echt brüllend warm. 28 Grad, es waren nach 25, wo ich losgefahren bin. Komisch, wir haben jetzt schon 20 vor 7. Und ich habe noch eine ganze Ecke wieder nach Hause. Aktuelle Navigation sagt, ohne Spielchen jetzt hier, direkte Fahrt über Kali, ja, mit Kurven etwa 2,5 Stunden. Fast, ja. Jetzt gucke ich mal nach dem Borkener See und dann checken wir den mal ab, würde ich sagen. Wo ist denn der überhaupt? Wo muss ich denn hin? Ich habe die Navigation ausgemacht, weil ich den gesehen habe. Ich weiß, dass er da hinten irgendwo ist. Ja, das kriegen wir schon hin, ne? Was mir heute aufgefallen ist, bei, ich sag mal so, an die 30 Grad, kaum Motorradfahrer unterwegs, ey. Echt kaum. Habe ich total gewundert, ne? Also wenn ich jetzt den Rucksack nicht auf hätte, dann wäre das eigentlich bei 28 Grad, 27 aktuell, total angenehm und chillig für mich. So Ü30 wird es dann für mich auch ein bisschen kritisch. 38, da muss man in den Alpen sein, da muss die Aussicht entschädigen. Ja. Dann geht es auch, aber ansonsten nicht. Ich habe das Gefühl, ich fahre in die falsche Richtung. Verdammt, ey. Ja. Soundröhre? Ja. Ah, vorhin, da hatte ich einen Shopperfahrer vor mir. Kurze Hose, T-Shirt und Frau hinten drauf, auch normale Jeans an, T-Shirt, keine Handschuhe, dann offener Helm und ich denke mir, ich habe ja extra hier so ein Tuch auf, ja, weil ich das nicht mag, wenn mir das Zeug da an den Hals klatscht. Ja. Weiß ich gar nicht, wie die das machen. So, gucken wir mal, Schilder stehen hier noch keine, oh guck mal hier. Das ist also Bergwerkzeug hier. Wow. Okay. Aber das sieht ja krass aus, ey. Okay, da müssen wir mal drauf zum Fotos machen. Hier, das ist ja gewaltig viel. Müsste ich mal googeln, was das hier ist, ey. Hier, das Umspannwerk. Nee, also wie heißt denn sowas? So Elektro hier? Keine Ahnung, ey. Kein Schimmer. Und Fahrtwind. So, wenn ich jetzt nichts sehe. Nee, der muss da sein. Ich bin zu weit weg. Ich bin falsch gefahren. Oh nein! Tja, wie doof. Das sagt mir das Navi, von hier musst du zu Fuß gehen. Wieso? Wieso muss ich das?
Steht nicht, dass ich es nicht darf. Von hier aus musst du zu Fuß zum Ziel gehen. Ja, ich hab's befürchtet, stimmt. Ich dachte, das 70 Meter links abbiegen. Ich dachte, da könnte man was machen an dem See. Ist das nur irgendwie, keine Ahnung. Ist da nix Tourismus. Gegen eine kalte Cola hätte ich jetzt nichts gehabt, ey. Aha. Was gibt's hier? Chill Area. Okay. So, hier haben euch mich mal breit gemacht. Naturschutzgebiet. Hier ist weit und breit nichts. Das heißt, hier Naturschutzgebiet und hier ist nichts mit Tourismus. Keine kalte Cola. Schon wieder ganz schön warm und ich bin jetzt einfach mal so einen Wanderweg hier reingegangen, weil ich mir gedacht hatte, das kann so weit nicht sein. Aber ich habe es wenigstens versucht und jetzt weiß ich Bescheid. Und jetzt gibt es noch ein paar schöne Kurven, bevor ich hier von den Mückenmonstern aufgefressen werde, weil mich kribbelt und krabbelt gerade überall. dementsprechend schnell wieder aufs Moped. Schnell weg. Das ist ja auch immer für den. Ey. So, noch ein kurzes Päuschen für mich und dann wieder auf die Gas. Ne? Mehr, ich brauche mehr. Besser. Ich muss mal überlegen, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, hier hinzufahren. Mir läuft die Brühe ins Gesicht runter. Warum tue ich mir das immer wieder an? Leute, meistens geht die Nummer auf. Ich sehe nur halt mal gerne was. Und man kann nicht immer Glück haben. Dementsprechend bin ich nicht böse drum. Ja, ist alles gut. Ich bin nur ein bisschen, mir ist nur gerade ein bisschen heiß, ey. So, direkte Strecke nach Hause, 21.10 Uhr, Google Memo. Ist schon schön, abends zu fahren, wenn die Mücken nicht wären. Aber hier mit der Sonne, das sieht schon geil aus, ey. Und dann, draußen, jetzt sind die Leute draußen, ne? Die Buden sind aufgeheizt. Ja? Ich bin ja auch so ein Dachbodengeschädigter. Ja? Ist ja nicht auszuhalten. Dementsprechend, ob ich daheim schwitze oder auf dem Moped, ist ja egal. Ne? Aber hier ist schon, macht Spaß. Ne? Ich muss nur eben gerade mal einen Helm abziehen, weil ich irgendeine Schnake oder so viel da drin hatte. Das ist ja nicht so schön. Nein, nicht so schön. Wir sind hier für ein Häuschen hingestellt. Schöne Strecke. Oh, schön, viel Platz für mich. Nicht schlecht, ey. Ja, das sind alles Hochsitze. Hier wird geschossen, ey. Naja. Oh, die Sonne, das sieht so geil aus. Das könnte jetzt ganz abends so weitergehen, Leute. Das macht echt Gaudi, ey. Wenn ich die Strecke kennen würde, wäre das noch ein bisschen schöner. Und ich wüsste, dass mir keiner entgegenkommen kann. Sonne! Bam! Ah, wie geil. Ihr seht nichts. Oder geht's? Es geht? Okay, geht's weiter. Also hier ist durch Straßen. Ohne Kali wüsste ich das nicht, ne? Also, da musst du schon wirklich, ne? Da kommt ein Auto. Oh nein! Jetzt kommt meine Katzenstrecke. Und zwar ist hier freiwillig 50 km/h wegen Wildkatzen. Und hier bin ich schon mal hergefahren. Die Strecke ist geil. Und ich fahre keine 50. Ich habe auch noch keine Wildkatze gesehen hier. Und da bin ich in die Strecke gefahren, bin heimgefahren und habe die Strecke gegoogelt. Und ich wusste nicht, ich hatte nur Katze im Kopf. Und dann habe ich aufgrund dem Begriff Katze versucht, da in die Strecke zu finden. Keine Chance, ey. Keine Chance. Hier sieht man, ich habe mir das auch als Via-Punkt in die Navigation gesetzt. Ist jetzt nichts total überdramatisches hier, aber ich finde es irgendwie schön, weil dieses schön sauber ist, guter Zustand. Und dann macht es halt mal ein bisschen Spaß dann, ne? Ja. Ist nur blöd, dass das Auto jetzt da ist, ne? Das seid ihr ja wieder, hey, die GoPro. Ich habe jetzt gar nicht viel aufgenommen, Leute.
meine GoPro, die spinnt total rum. Da muss ich Akku rausnehmen, die hängt sich auf. Ich glaube, ich muss da mal eine andere Speicherkarte reinmachen. Ich habe da jetzt immer eine 128er drin gehabt. Aber vielleicht nur so 2-3 Videos, weil die ist neu. Ja, da oben die Sonne. Euch blendet es jetzt, aber... Ich brauche noch ein Foto. Wenn ich das so sehe, das sieht immer so geil aus. Also jetzt gerade nicht, aber meistens. Also immer wenn sie dann... Ah. Und das ist so geil. Die Leute halten sich alle so die Hände vors Gesicht oder machen die Sonnenblenden runter im Auto. Und ich habe das verspiegelte Visier drauf und guck da voll rein und das ist scheißegal. Also da muss man sagen, sind die verspiegelten Visiere sogar besser wie die schwarzen Sonnenblenden. Komischerweise. Keine Ahnung warum. Ist aber so. Ja, ich tucke hier noch ein klein bisschen. Ich denke, ich werde versuchen, noch ein Foto zu bekommen. Ach, das wollte ich euch noch erzählen. Ich war gerade drauf und dran, ein Auto zu überholen. Er wusste, dass ich ihn überhole, weil er ist echt ganz schön gesnackt. Ne? Und da setze ich an zum Überholen und sehe, wie er sich einen Finger in den Ohr steckt. Scheinbar hat er Angst gehabt, oh, jetzt kommt gewaltig was. Ihr kennt das ja wahrscheinlich vom Autofahren selber. Am schlimmsten ist es, wenn man nicht weiß, dass ein Motorradfahrer von hinten kommt. Und der tut dann gerade in dem Moment, man hat vielleicht im Sommer noch das Fenster unten, und genau in dem Moment gibt der Vollstoff. Ne? Da erschreckt, also habe ich selbst schon, bin ich schon beieinander gezuckt, hoch 10, ja, habe mich erschreckt und geflucht, ja, und ich habe mir gedacht, pass auf, jetzt gebe ich dir es, ey. Dann bin ich so leise an dem vorbeigefahren, wie es nur geht, ja, also das mit dem Finger, der sich sparen könnte, auf jeden Fall. So, ich würde sagen, ich habe keinen Schimmer, wo ich die Sonne mal noch kriege. Ich achte jetzt als auf, kann ich irgendwo einen Berg hochfahren, aber das ist halt auch immer so blöde Geschichte, wenn man mal wo neu hin will. Klar muss man das ab und zu mal machen, damit man auch mal einen neuen Berg findet. Das war dann der Lauf. Aber so eine Suche geht halt oft ins Leere aus, und da das jetzt vorhin mit dem See auch schon so ein bisschen doof war, lasse ich das. Ja, ich gucke jetzt, ob ich irgendwo was sehe, und da ist okay. Und ansonsten fahre ich an den Berg, wo ich immer hinfahre. So. In Lichtstein. Wo sind die Kühe? Wo sind die Kühe? Ah, sie waren hier. Sie waren da. Man sieht's. Ja. Hier war ich beim Leben noch nicht. Also Kali, manchmal ist geil. Ne? Wir haben zwar jetzt, also bis ich daheim bin, ist 9:30. Aber ist ja nicht schlimm. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja, Kali will rumdrehen, dann machen wir das auch. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo es hier hingeht. Was ist denn mit dir los? Du siehst aber nicht so gesund aus. Nee. Naja, hier sind überall Bauernhöfe. Ja. Ich hatte so ein rotes Näschen. Als wenn sie eine drauf gekriegt hätte. Naja. Noch ist die Sonne da. Ich denke, ich könnte es schaffen. Gucken wir mal, ob da nicht noch 1, 2, 3 Fotos bei rumkommen hier. So Leute, ja, ich weiß, ich sehe heiß aus. Ich konnte jetzt nicht allzu viele Fotos machen. Das Männchen ist nämlich saudreckig und im Weitwinkel kommt das jetzt hier, das ist nicht so gut rüber. Ne? Nee. Ich würde sagen, das soll es soweit gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs dabei gewesen sein. Gerne einen Daumen nach oben, wenn es gefallen hat. Gerne abonnieren, wenn auch nicht geschehen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.